Hey und willkommen zu diesem neuen Video. Logitech hat mal wieder etwas wahnsinnig Interessantes rausgebracht. Und zwar ist das ja eine Mischung aus Lifestyle und Produktivität in Sachen Desktop-Zubehör. Das ist die Pop Keys, eine mechanische Tastatur mit einem bunten Style. Passend dazu gibt es aber auch eine Pop-Maus, aber dazu später mehr. Beide Geräte haben auf jeden Fall sehr interessante und einzigartige Funktionen, bleibt also bis zum Schluss dran. Bei der Logitech Pop Keys sind im Gegensatz zu anderen Logitech-Tastaturen wie der MX Keys und der MX Keys Mini hier die Tasten alle rund. Und dadurch bekommt natürlich die Pop Keys einen echten Retro-Look, wenn man so möchte. Das kennt man eigentlich aus so ganz alten Schreibmaschinen zum Beispiel. Ich persönlich muss sagen, das ist mal etwas anderes, etwas Frisches und klar, das ist Geschmackssache, aber mir gefällt's. Dazu kommen aber neue, moderne Features. Immerhin sind das hier die braunen Switches. Dadurch bekommt man ein sehr hochwertig anfühlendes Druckgefühl, was es sonst nur bei teuren Tastaturen gibt. Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, hört einfach selbst hinein. Die Pop Keys gibt es in drei verschiedenen Farben. Einmal in der Farbe Daydream mit den Farben Minze, Flieder und Sonnenschein oder etwas poppiger in der Farbe Heartbreak. Das wären dann Himbeer- und Neon-Korallentöne oder eben in der Variante namens Blast. Hier sieht man den größten Kontrast in Black and Yellow, dazu die Grautöne. Abgerundet wird das Ganze mit dieser goldfarbenen Escape-Taste. Und ich muss sagen, klar, es ist Geschmackssache, aber das ist echt ein Hingucker. Bei den Funktionen war Logitech diesmal alles andere als zimperlich. Auf der einen Seite gibt es die altbewährten Sachen in Sachen Funktionstasten. Da wären einmal die Easy Switch Tasten, mit denen kann man natürlich zwischen einem Mac oder einem Windows Laptop oder iPad einfach hin und her wechseln. Dazu gibt es noch weitere Tasten, wie jetzt zum Beispiel Schreibtisch anzeigen oder auch einen Screenshot mit einem Knopf. Oder auch die Diktierfunktion. Die ist erst seit der MX Keys Mini dabei. Aber ich muss sagen, wenn man einmal damit angefangen hat, mag man schon gar nicht mehr auf die Tasten draufhauen. Falls ihr Lust drauf habt, sowas mal zu testen, checkt das gerne mal aus. Ich muss echt sagen, es funktioniert erstaunlich gut. Auf der anderen Seite gibt es aber jetzt ganz rechts auf der Tastatur die ganz nagelneuen Emoji-Tasten. Damit bekommt man jetzt nur mit einem einzigen Tastendruck das liebste Emoji, wenn man so möchte. Denn wer kennt es nicht, wenn ihr zum Beispiel viel chattet auf WhatsApp, iMessage oder Facebook Messenger und überall, wo es eben Emojis gibt, dann könnt ihr mit einem einzigen Tastendruck eben dieses Emoji auch einstellen. Und falls ihr sehr oft verschiedene Emojis nutzt, dann gibt es auch dafür eine eigene Taste. Ihr kommt also mit einem einzigen Tastendruck auch ins Emoji-Menü. Im Lieferumfang gibt es selbstverständlich ein paar vorgefertigte Tasten. Also falls ihr gerade diese Emojis nutzt, sehr, sehr gerne. Ansonsten könnt ihr natürlich alles in der Logi Options Software ganz individuell auf eure Bedürfnisse anpassen. Logitech gibt an, dass der Akku bei der Pop Keys tatsächlich 3 Jahre halten soll. Das konnte ich selbstverständlich nicht testen, weil es ja nagelneu ist. Aber ich bin guter Dinge. Und selbst wenn, dann kommt man auch super easy an den Anschluss dran. Ihr könnt also den Akku, falls er mal leer sein sollte, auch super einfach austauschen. Zu der Pop Keys Tastatur gibt es aber noch die passende Maus. Das hier ist die Logitech Pop Maus. Gibt es ebenfalls in denselben Farbkombinationen, aber auch in weiteren Farben, sodass sie auch zu der anderen Variante passt. Sie ist sehr, sehr leicht mit nur 82 Gramm und wenn wir kurz mal reinschauen, sieht man, wie hochwertig alles verarbeitet ist. Das sollte es auch, denn die Pop Maus hat nämlich die Silent Touch Technologie und wenn ihr mal da reinhört, dann klingt sie super, super leise. Okay, generell hätte ich mir gewünscht, dass die Pop-Maus etwas ergonomischer wäre. Aber ich glaube einfach, dass man sich sehr, sehr stark auf das Design fokussiert hat. Weil das sieht schon extrem cool aus. Auf der anderen Seite gibt es aber noch weitere Funktionen. Denn Logitech spendiert der Pop-Maus das Smart Wheel. Das muss man mal getestet haben, denn es schaltet vom Präzisions- in den Geschwindigkeitsmodus um und so saust man dann einfach mit kurzen Radbewegungen durch lange Seiten.
Auch hier gibt es jetzt die Easy Switch Technologie, dazu hat man jetzt aber auch noch Logitech Flow. Das heißt, man kann nicht nur super einfach zwischen verschiedenen Geräten wie MacBook, iPad oder Windows Laptop wechseln, sondern kann man auch noch Copy and Paste mit dieser Maus. Das heißt, ich kann einfach ein Word-Dokument kopieren auf dem Windows Laptop und kann sie über die Maus auf einem anderen Gerät dann wieder einfügen. Das ist schon richtig geil. Wenn man mit mehreren Geräten zeitgleich arbeiten möchte, werdet ihr nie wieder etwas anderes nutzen als diese Logitech-Produkte. Das i-Tüpfelchen ist aber die individuelle Emoji-Taste. In der Mitte gibt es nämlich einen eigenen Knopf, den man in der Logi-Option-Software einstellen kann, ob man jetzt zum Beispiel mit einem einzigen Emoji belegt oder man kann es auch einstellen, dass dann dadurch das Emoji-Menü öffnet, sodass man einfach viel schneller an die Emojis rankommt. Die Zielgruppe ist also demnach auch hier wieder klar. Ich finde, unterm Strich kann man sagen, dass diese Pop-Keys und Pop-Maus-Produkte auf jeden Fall etwas mehr Farbe und etwas mehr Spaß auf den Schreibtisch bringt, ohne dass man auf Funktion verzichten muss. Und das Ganze zu einem, ich würde sagen, vernünftigen Preis. Checkt das gerne mal unten in der Videobeschreibung ab, dort verlinke ich euch alles. Und an dieser Stelle möchte ich einfach mal vielen Dank sagen fürs freundliche Zuschauen. Abonniert doch gerne den Kanal, weil dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, see ya.